Das erste Spiel im eigenen Stadion. Servus oder so und willkommen zum Saisonauftakt mit dem FC Hansus, meinem eigenen Verein. Ihr seht, noch haben wir kein Spiel gespielt in der zweiten Bundesliga, aber das ändert sich gleich, denn es kommt zum Saisonauftakt ausgerechnet zu Hause gegen Düsseldorf. Und wir springen direkt rein ins erste Spiel überhaupt im Jan-Sommer-Stadion. Wie nice ist das denn bitte? Noch dazu mit dem Zweitliga-Overlay. Wir sehen zum ersten Mal unsere eigenen Trikots so richtig. Und auch dieser Anblick hier ist einfach nur zum Genießen. Ballert gerne direkt mal einen Daumen rein auf das Video, damit ich es nicht vergesse. Danke für den dicken Support bei der letzten Folge. Gerne auch abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch weiterhin dabei sein zu können. Bei allen Videos mit dem FC Hansos. Nachher kümmern wir uns natürlich noch um Transfers und so weiter, aber jetzt geht's Vollgas auf dieses Spiel zu und wie cool sieht das bitte aus, ey. Mit dem Overlay, mit den eigenen Farben, mit dem eigenen Stadion. Das hat schon so dermaßen Feeling. Und jetzt läuft im Hintergrund You Never Walk Alone, das haben wir ja auch eingestellt. Tormusik gibt's auch. Jetzt sehen wir die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Die agieren in einem 4-2-3-1 mit dem talentierten Appelkamp im offensiven Mittelfeld. Schwierigkeit ist übrigens Legende. Ich denke, das wird richtig, richtig schwer. Willkommen FC Hansus in der zweiten Liga. Rein in den Saisonauftakt. Bis hierhin waren nur wir in Ballbesitz, aber jetzt kommt mal Düsseldorf nach vorne. Den wird er doch wohl bekommen. Kommt er nicht hin. Riesenparade und erste Großchance für unseren Gegner. Problem ist halt, das kann ich euch nachher auch nochmal zeigen, wir haben richtig, richtig kleine Innenverteidiger da hinten. Ich glaube, der größte ist 1,79 groß. Da müssen wir auf alle Fälle nochmal was tun, denn das kann es auf gar keinen Fall sein. Düsseldorf bleibt dran. Und wir kommen nicht hin an den Ball. Und dann ist es passiert. Klaus mit dem 1:0. Ist halt alles viel zu passiv da. Da steht halt jeder Abwehrspieler 3 Meter weg von seinem Gegenspieler. Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Aber wir sind Underdog in dieser Liga. Jetzt der erste Abschluss von uns. Aber das war absolut harmlos. Es geht ja auch noch darum, unsere Spieler überhaupt kennenzulernen. Nächste Flanke. Ey, gefühlt haben wir echt überhaupt keine Abwehr. Auf der rechten Seite ist alles offen. Hase chippt den rein. Der ist komplett blank. Fernando, warum nimmt er den denn nicht direkt? Pause ist. Wir können ehrlich gesagt sogar froh sein, dass wir nur mit 1:0 hinten liegen. Wobei sogar beide Teams 6 Schüsse hatten. Und von den erwarteten Toren her sind wir sogar besser. Okay, das kam mir ganz anders vor. Aber bis hierhin strugglen wir richtig. Aber ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, ne? Wir sind neu in der Liga. Und ich muss mich erstmal überhaupt gewöhnen an diese Schwierigkeit. Ich habe es ja schon öfter gesagt, der Computer ist viel, viel besser geworden. Da ist es passiert. 2:0 durch Hennings. Ich bekomme da halt einfach keinen Zugriff. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Der zieht dann da ab, knallt den sowas von in den Winkel rein. Ich stelle jetzt mal um auf Offensiv. Bei Balleroberung bekommen wir sowieso keine, dass wir da irgendwie kontern könnten. Ich muss hier gefühlt über Flanken arbeiten. Ihr seht's ja, wie soll man da bitte an den Ball rankommen? Ja, 3:0. Die Sache ist leider gelaufen. Kommt man jetzt schon ins Überlegen rein, ob man die Schwierigkeit nicht runterstellen sollte. Wisst ihr, wie ich es machen werde? Im nächsten Spiel probieren wir einfach Weltklasse und dann gibt es eine Abstimmung für euch, wo ihr entscheiden könnt, auf welcher Schwierigkeit wir weitermachen. 86. Minute ist mittlerweile, ich habe übrigens auch gewechselt. Leider kann man aber wieder nur 3-mal wechseln. Das fuckt mich schon ziemlich ab und ich verstehe nicht, warum die 5 Wechsel nicht einprogrammiert sind. Das ist ja ungefähr 0 Aufwand und in der Realität kann man doch jetzt auch schon eine ganze Weile 5-mal wechseln. In FIFA sind es immer noch nur 3. Das muss mir echt mal jemand erklären, warum das so ist. Wir verlieren den Saisonauftakt im eigenen Stadion einfach mit 3:0 gegen Düsseldorf. Das tut schon richtig weh. Aber es bestätigt mal wieder, ich sag's euch, der Computer ist so viel besser geworden. Was ja eher eine gute Sache ist. Eine richtig, richtig gute Sache. Also ich muss mich ja fast schon freuen, dass wir hier verloren haben. Und wie gesagt, gleich probieren wir noch Weltklasse aus. Nach diesem Interview und so ein paar anderen Geschichten sind sie über dieses Auftaktergebnis enttäuscht. Ich würde sogar sagen, dass das einfach nicht gereicht hat, auch wenn dadurch die Moral nach unten geht. Wenn wir so weitermachen, dann steigen wir auf alle Fälle ab.
Schwache Form von Bachmann droht ihm jetzt das Aus. Naja, der sitzt ja sowieso schon nur auf der Bank. Da setzen wir eher auf Koch und Fernando. Ich sage jetzt trotzdem mal, dass jeder Höhen und Tiefen hat. Von der Gesamtstärke ist er ja gleich auf mit den anderen beiden. Was ist heute schiefgelaufen? Wir haben unseren Plan nicht eingehalten. Das passt noch mit am besten. Also vom Konterspiel und so konnte man definitiv nicht sprechen. Es steht fest, wir haben einiges an Arbeit vor uns. Wir fangen direkt an mit der Thematik Transfers. Budget haben wir noch 3 Millionen Euro rumliegen und das wollen wir in einen neuen Innenverteidiger investieren. Und da habt ihr jetzt Vitao und Duarte, außerdem Raimundo Rebolledo vorgeschlagen, den man aber leider nicht holen kann, weil er zu wichtig für den Club ist. Ich scout ihn jetzt trotzdem mal. Ich habe übrigens nur Vorschläge mit reingenommen, bei denen nur maximal 2 Spieler im Kommentar drin waren. Wisst ihr ja, mehr mag ich einfach nicht und damit wurde direkt ein Zeichen gesetzt. Schreibt maximal nur 2 Spieler in eure Kommentare rein, am liebsten ist sogar nur einer. Während diese Innenverteidiger jetzt gescoutet werden, können wir uns einen anderen Innenverteidiger besorgen. Und zwar der gute Emil Bachmann. Der soll, wenn es nach euch geht, zum Innenverteidiger umgewandelt werden. Dauert 21 Wochen. Dann müssen wir ihn nicht verkaufen, haben einen weiteren Innenverteidiger. Ich würde trotzdem noch einen kaufen, allein wegen dem Größenproblem. Aber dennoch ist das, denke ich, eine ganz coole Geschichte. Max Seidel. Da war eure Idee, den nicht zum ZM zu machen, sondern zum offensiven Mittelfeldspieler. Das lernt er schon deutlich schneller, muss man sagen. Problem ist halt, dass wir eigentlich keinen offensiven Mittelfeldspieler in unserem System haben. Aber für den Rating-Boost probieren wir es jetzt trotzdem mal aus. Und dadurch, dass wir eh nicht Kalender simulieren, müssen die Spieler ja auch nicht unbedingt die eine Position, auf der sie spielen, perfekt können, weil es steht ja auch sowieso schon zentraler Mittelfeldspieler dabei bei ihm. Also er kann die Position. Wir simulieren weiter in Richtung des nächsten Ligaspiels. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn da gibt es einiges wieder gut zu machen. Es ist ja noch dazu das Derby gegen den SSV Jahn Regensburg. Was das Training angeht, meintet ihr, soll ich alles auf eine A hochspielen? Und da beginne ich jetzt damit. Mit der Übung im Weg, bleibe zwischen den Gegnern und fange möglichst viele Pässe ab. Ich denke, das sollte ich hinbekommen. Ja, ich habe tatsächlich jeden einzelnen Pass bekommen und dadurch natürlich eine A erreicht. Weiter geht's mit Weitschussübung. Da muss ich wahrscheinlich einfach nur das Tor treffen. Interessant ist übrigens, warum hat er das jetzt einfach weggeschalten? Aber interessant ist, dass mein Trainermodell mit auf dem Platz steht. Im dritten Versuch erreiche ich da das bestmöglichste Ergebnis. Aber da sieht man teilweise echt, wie schlecht unsere Spieler sind. Das hier ist jetzt mehr so eine Passübung. Jawohl, auch da hat's geklappt. Klappt im allerletzten Versuch. Was ein Struggle, Mann. Aber dadurch können wir jetzt die Bissigkeit unserer Spieler natürlich nochmal deutlich mehr erhöhen. Und sie sind richtig bissig für dieses Derby gegen den Jahn. Jetzt sind auch alle von unseren Spielern fit. Und ich stelle direkt mal die Schwierigkeit um. Runter auf Weltklasse. Wir probieren es einfach mal aus. Und dann mal noch rein in die Pressekonferenz. Da nehmen wir jetzt natürlich noch alles mit. Ganz, ganz wichtig, muss ich natürlich dazu sagen, ich werde jetzt bei dieser Karriere auch nicht irgendwie jedes Spiel selbst zocken oder so. Aber der Ligaauftakt im eigenen Stadion musste sein. Und das ist jetzt das Derby gegen unseren Erzrivalen. Also es liegt halt einfach jetzt daran, wie die Spiele gefallen sind. Werden wir noch weitere Spieler verpflichten? Wir bauen ein Siegerteam auf. Ich möchte den anderen Vereinen ja nicht verraten, dass wir eigentlich noch einen Innenverteidiger brauchen. Ihr Team tut sich momentan schwer. Was sind die Gründe dafür? Hey, wir haben jetzt ein Spiel verloren. Die übertreiben hier gerade schon ein bisschen. Vor allem, wenn ich jetzt gleich den Jahn schlage, dann feiern uns wahrscheinlich alle wieder. Zweites Spiel der Saison. Und jetzt muss alles besser werden. Vor allem würde ich schon echt gerne das erste Saisontor schießen. Jahn Regensburg gegen FC Hansos. Wir sehen zum ersten Mal unsere Auswärtstrikots. Und das hier ist übrigens auch ein neues Feature, dass da jetzt nicht irgendwelche ehemaligen Spieler angezeigt werden, sondern stattdessen Leute, die auch wirklich bei der Mannschaft spielen. Ich weiß jetzt aber nicht, wer das genau da war in der Choreografie. Jetzt sieht man nochmal unsere Auswärtstrikots. Dann unsere Aufstellung. Ich habe nichts geändert. Wir müssen die Leute ja auch erstmal kennenlernen und so viele Alternativen haben wir nicht. Wenn, dann hätte ich vielleicht im Sturm durchtauschen können. Aber Fernando und Koch bekommen jetzt auf alle Fälle eine zweite Chance. Es ist ja eine niedrigere Schwierigkeit jetzt. Das könnte vielleicht mal so eine Kontermöglichkeit sein, wie wir sie haben wollen. Jawohl. Hase läuft. Hase muss das eigentlich alleine machen. Hase zieht ab. Und Meier pariert. Der sieht ja total aus wie in echt. Der Keeper vom SSV Jahn Regensburg. Ich glaube, das ist unsere erste Ecke überhaupt. Koch setzt den drüber. Aber das geht doch direkt ganz anders los. Wobei, ich habe scheinbar zu früh gesprochen. Andererseits hätte der legendäre Computer den vielleicht auch direkt schon reingeschossen. Flache Flanke und da ist es.
Koch trifft in der 19. Spielminute. So muss das doch aussehen, Mann. Ich frag mich gerade, wie ich unsere Spieler eigentlich bearbeiten könnte, um denen ein bisschen andere Schuhe zu geben. Hier nochmal die Szene wunderbar quergelegt. Und so einen lässt sich unser Chefkoch dann nicht nehmen. Da sehen wir gerade auch noch einen kleinen Bug. Ich hoffe, EA fixt das. Da hat der Teamname nicht gestimmt. Und ein Spieler vom Jahren hier da unten, der Yildirim, hat so einen Pfeil über dem Kopf. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist und ich habe auch keinen Plan, was es dann bedeuten soll. Komm, Fernando, zeig jetzt mal dein Tempo. Bänder über links. Die haben gefühlt halt keine Abwehr. Das ist ganz anders als im letzten Spiel. Fernando 2-0. 25. Der Neuzugang erzielt seine Bude. Aber die sind da hinten drin halt so offen. Das ist krass. Phase geht wieder ab, bremst ab, spielt den ins Zentrum. Ich lege ihn nochmal quer und der muss doch drin sein. Im zweiten Versuch ist er auch drin. Zweite Bude von Fernando. Aber es ist so krass, wie unterschiedlich diese Spieler einfach sind. Ich fürchte halt echt, dass wir bei Legende bleiben müssen. Weil lieber ist es ein harter Struggle, wo ich so richtig halt erstmal reinfinden muss, besser werden muss und so weiter. Und wir verlieren die Spiele, spielen gegen einen Abstieg, als dass ich hier einfach ganz entspannt jede Mannschaft abschließen kann. Das ist, denke ich, zum Zuschauen noch uninteressanter. Am besten wäre natürlich irgendwas dazwischen. Wobei die sich schon auch Chancen rausspielen. Also so ist jetzt nicht. Aber die nutzen die halt dann auch einfach nicht ganz so eiskalt aus. Gerade spielen die uns gefühlt ja richtig an die Wand. Ich mache einen Doppelwechsel. Seidel und Bachmann kommen ins Spiel. Und da ist direkt mal der gute Seidel. Geht ab über die linke Seite. Spielt ihn nochmal zurück. Es geht übers Zentrum. Es geht über Koch. Und den muss er eigentlich reinschießen. Und wer die Bude vorne nicht macht, der wird hinten möglicherweise bestraft. Oder halt auch nicht. Ach, jetzt mal ohne Mist. Wenn die ihre Chancen nutzen würden, dann wäre das hier bei Weitem nicht mehr so eindeutig. Ich spiele jetzt aber auch nach vorne richtigen Mist zusammen. Wir kommen gar nicht mehr hinten raus. Aber wenn wir dann halt mal rauskommen, dann ist alles offen. Brand schickt Seidel auf die Reise. Seidel, unser Talent, schießt sein erstes Tor. Jawohl. Unsere Nummer 19. Also wenn das Spiel noch nicht entschieden war, dann ist es das spätestens jetzt. Wir holen uns einen ganz klaren Sieg im Derby. Erste 3-0 Niederlage und jetzt ein 4-0 Sieg. Ja, wie es halt so oft ist, zu Beginn vom neuen FIFA-Teil die richtige Schwierigkeitsstufe. Sie muss erstmal gefunden werden. Geil ist halt, dass Fernando 2 Tore gemacht hat. Unsere teure Neuverpflichtung. Ich hoffe mal, den darf ich jetzt im Interview auch loben. Ja, genau, die erste Frage direkt zu Fernando. Und es war einfach ein grandioser Auftritt von ihm. Genau dafür haben wir ihn geholt. Tolle Leistung, wir hatten sich auf dieses Spiel vorbereitet. Wir waren einfach bereit. Wir haben die Vorbereitung nicht umgestellt. Wolf ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind sie mit seiner heutigen Leistung? Ich würde sagen, wir müssen da erstmal abwarten. Wir sind immer noch zu Beginn der Saison. Fernando können wir feiern, aber bei Wolf müssen wir noch entspannt bleiben. Und für all diejenigen, denen es noch nicht aufgefallen ist, wir haben 2 Leute mit dem Namen Wolf in der Abwehr. Sind wahrscheinlich Brüder, dann aber ziemlich sicher Stiefbrüder, wenn ich mir sie so anschaue. Zu den Größen jetzt noch. Schwarz ist 1,78, Wolf ist 1,76 und der andere Wolf ist 1,79. Also wir brauchen unbedingt den größeren Innenverteidiger, wenn wir da schon jemanden kaufen. Monatsbericht Jugendmannschaft ist am Start. Da ist immer noch keiner wirklich gut genug, aber dafür haben wir ja jetzt vielleicht gleich neue Talente. Alex Branco, Junge, Marktwert von fast 1 Million Euro. Den nehme ich sowas von mit, den Rest kann man direkt wieder loswerden. Rein in den zweiten Bericht, das ist der aus Deutschland, Jens Beck. Ja, ich weiß nicht, soll ich den holen? Elias Schmidt ist jetzt auch nicht so top. Damian Wagner kann man direkt ablehnen. Und dann bleibt nur noch Damian Berger und auch der kann weg. Ja, ich weiß nicht, die überzeugen mich nicht so richtig, die Jungs. Wenn ihr die haben wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten haben wir ja jetzt erstmal den guten Alex Branco hier und der sieht schon sehr vielversprechend aus. Trainingseinheiten kann ich wieder spielen. Habe ich alles relativ entspannt auf eine A hochgebracht. Und jetzt steht auch schon das Pokalspiel gegen Holstein Kiel an. Das kann ich jetzt in der Episode aber leider nicht mehr spielen. Was wir dafür aber vielleicht noch tun können, ist uns die Innenverteidiger anzuschauen. Denn die sind jetzt alle gescoutet. 3 Millionen Euro können wir ausgeben. Vitao ist drin auf alle Fälle, was den Preis angeht. Wie groß ist der Kollege? 1,86, 1,82 und 1,71. Also der hier, den schmeiße ich direkt runter. Es bleiben nur noch die beiden Kollegen hier. Und da
tendiere ich eher zu Duarte, wobei wir uns den halt vielleicht nicht leisten können. Aber Vitão würde uns halt nicht verstärken, ne? Also ich muss eigentlich sogar Alexis Duarte kaufen. Aber auch dazu ballere ich euch einfach eine Abstimmung unten in die Videobeschreibung rein. Gebt mir da Bescheid, wen soll ich holen, Vitão oder Duarte. Das heißt, es sind jetzt schon zwei Abstimmungen drin. Einmal zur Schwierigkeit natürlich, zu den Innenverteidigern. Und dann machen wir doch direkt noch eine dritte rein, zu den selbstgezockten Spielen. Wobei, das braucht's nicht, ne? Zwei reichen, denn ich kann da einfach die Abstimmung aus der letzten Episode nehmen. Die blende ich euch jetzt mal ganz kurz ein. Hier hat der KSC gewonnen. Also werde ich in der nächsten Episode höchstwahrscheinlich gegen Kiel und dann gegen den KSC selbst zocken. Gegen Aue und Ingolstadt wird simuliert, damit wir auch mal ein bisschen vorankommen hier. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge übermorgen wieder. Bis dahin, euer Bernie. Wobei wir uns natürlich auch bei anderen Videos wiedersehen könnten, ne? Also ich mache ja nicht nur diese Serie, sondern aktuell kommen auch noch haufenweise andere Videos. Ich bin so am Reinhasseln gerade. Muss auch noch überlegen, was ich jetzt direkt als nächstes aufnehme. Letztes Video hier, anderes Video da. Bis zum nächsten Mal.